schmeißen wir mal direkt weg. Servus, ich bin der Lukas und das ist wieder eine neue Folge Survival für Einsteiger. Heute freue ich mich auch schon wieder richtig, weil heute wollen wir den Beacon bauen. Und da erkläre ich euch jetzt einiges. Da gibt es etwas, was man wissen muss, einige Sachen. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange und legen direkt los. Also, wir haben hier etwas bekommen. Habe ich direkt gesehen. Oh ja, ich habe da etwas Müll. Dann schmeißen wir mal direkt weg. Nein, oder? Oh mein Gott, ich habe gerade den Netherstern in die Lava geworfen. Oh nein. Ja, aber wir lesen jetzt einfach. Also, lieber Lukas, auch in deiner Welt war ein Weihnachtswichtel am Berg. Ein paar deiner Duels wurden verbessert. Deine Kisten ein bisschen aufgefüllt, beziehungsweise die Kisten vor dir sind auch ein Haufen Items plus die Farm, die ich für dich verbessert habe. Ah, die Kisten meint er wahrscheinlich. Ich hoffe, du kannst es gebrauchen und somit wünsche ich dir frohe Weihnachten, danke. Dein Weihnachtswichtel. Ja, cool, danke. Und, zum Glück, ich dachte schon, ich könnte jetzt wieder alles neu farmen. Ah, da ist einer drin. Ja, Mann, ich wollte zwei machen. Das wäre cool gewesen, wenn wir dann zwei hätten. Aber wir brauchen jetzt so ein paar Items. Oh mein Gott, ey. Nie wieder Essensprobleme. Und da haben wir ein bisschen Bruchstein. Ja, cool. Danke, Weihnachtswichtel. Dann können wir direkt den Netherstein craften. Wir legen den Netherstein in die Mitte, den wir vom Wither bekommen haben. Diese Folge war die letzte. Kannst du dir anschauen, wie wir den bekommen haben. Und dann eben nach oben so Glas drüber, 5. Und dann haben wir das Leuchtfeuer. Das sieht schon mal ziemlich cool aus. Also, naja, irgendwie so in einem Glaskäfig ein Ding, was aussieht wie eine Seelatte. Was man da machen kann, ist die Lamas töten. Denn von denen bekommt man Leder und Leinen. Das ist richtig gut. Aber wieder zurück zum Leuchtfeuer. Also, das Leuchtfeuer, ja, das ist sozusagen, ja, es erklärt eigentlich alles. Es ist zwar kein Feuer, aber es leuchtet. Und das hat jetzt halt Möglichkeiten. Wir können das jetzt mal platzieren. Sieht ganz cool aus. Und dann können wir da rechts klicken, wie viele Blöcke. Und dann sehen wir hier primäre Kraft, sekundäre Kraft und da irgendwelche Pyramiden. Und da haben wir dann noch so Schnelligkeit, Eile, Resistenz, Sprungkraft und Stärke. Und da haben wir noch so ein Herz, Regeneration. Und was soll denn das hier? Also, keinen Plan. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also, wir sehen hier die Pyramide. Das sind verschiedene Stufen, die ein Leuchtfeuer haben kann. Braucht sozusagen eigentlich. Und zwar brauchen wir dafür entweder Eisenblöcke, Goldblöcke, Diamantblöcke, Smaragdblöcke oder eher Netherite-Blöcke. Wenn du etwas reicher bist, dann kannst du das auch machen. Und wir brauchen da jetzt Blöcke draus, damit wir solche Pyramiden bauen können. Den können wir mal wieder abbauen. Das dauert ja ewig. Und ihr habt ja gesehen, das hat noch nicht wirklich geleuchtet. Hier, Redstone geht ja nicht. Eisen haben wir hier, Gold. Wir können auch mischen, das ist auch relativ praktisch. Wenn man zu wenig hat von allem, kann man da so ein paar zusammen benutzen. Und wo stellen wir den jetzt hin? Der ist ziemlich groß dann. Wir könnten unterirdisch bauen, aber das sehen wir ja nicht. Für den Anfang vielleicht hier, denn ich möchte dann in den nächsten Folgen, oder vielleicht geht sich das heute noch aus, dieses hässliche Haus abbauen. Und jetzt fangen wir aber einmal an. Ja, sollte Platz genug sein. 1, 2, 3. Mit einem 3x3 Feld. Und dann können wir den da nochmal drauf platzieren. Und jetzt sehen wir gleich. Boah, Fortschritt erzielt, den Nachbarn heimleuchten. Das geht jetzt ewig hoch in den Himmel. Und dafür brauchen wir das als Minimum. Das sind 9 Blöcke im 3x3. Und jetzt sehen wir hier schon. Wir können da irgendwas anklicken und dann erscheint das hier nochmal. Und ja, keine Ahnung. Immer noch ziemlich aufwendig. Und dafür brauchen wir dann ein Barren oder ein Diamant. Ja, oder ein Netherite Ingot. Auf jeden Fall, das brauchen wir dann, um diese Effekte zu aktivieren. Wir brauchen Eile.
Aber Eile 2 können wir hier nochmal bekommen. Dafür brauchen wir einen vollen Beacon sozusagen. Dann bauen wir den wieder ab. Und dann bauen wir die Pyramide so groß, bis der Beacon sagt, okay, das passt mir. Du kannst jetzt Eile 2 sozusagen haben. Das heißt, der ist irgendwie wie so, ja, eigentlich wie ein Ladekabel, das genügend Strom braucht, um etwas aufzuladen. Und jetzt einfach andere Blöcke benutzen. Ja, ist nicht wunderschön. Das reicht nie im Leben aus. Ich weiß es jetzt schon ganz genau. Oh, also insgesamt braucht man irgendwie 2,5 Stacks, glaube ich. Ich glaube ein bisschen mehr. Ja, da können wir gleich mal Eisen holen. Ja, jetzt haben wir auch kein Eisen mehr. Ist mir gerade aufgefallen. Was schießt denn das? Das sind die Hühner. Ja, könnt ihr da ein bisschen leiser sein? Danke. Also, wir bauen auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen eine Eisenfarm. Die brauchen wir unbedingt. Also, das ist sehr wichtig. Jetzt haben wir dann 3. Ich glaube, 4 Layer braucht man. Wir können ihn mal drauf platzieren. Ja, genau. Und jetzt noch einen, damit wir entweder Regeneration oder den Effekt mal 2 machen können. Dann bauen wir den wieder ab. Okay, dann müssen wir das alles jetzt noch einmal größer machen. So. Oh mein Gott, ey, direkt verbauen. So, und was haben wir nur? Mit Emeralds beladen können wir uns ein paar Blöcke craften. Nein, können wir nicht. Hier, Werkbank. Dann craften wir uns jetzt einige Blöcke. Okay. Gold habe ich aus dem Nether. Ist ganz effektiv mit einer Glücksspitzhacke. Bekommst du auch echt viele. Also, wenn du irgendwann Gold brauchst oder so, dann farm auf jeden Fall im Nether. Die kleinen Ingots, die seit der 1.16 da sind, die geben so viel. Ich habe, glaube ich, 16 oder so mit einem Mal bekommen. Also, das ist echt schon fast overpowered. So, dann haben wir den jetzt, glaube ich, auch fertig. So, ja, ganz genau geht sich leider nicht aus, aber ist ja auch egal. Haben wir noch ein paar Emerald-Blöcke. Können wir wieder mal traden. Und das ist jetzt unsere kreative Pyramide. Hi. Und da bauen wir jetzt den Beacon oben drauf. Und ihr seht auch, der leuchtet etwas. Na, jetzt haben wir schon wieder... Achso, weil wir jetzt einen ganzen Dom haben. Und jetzt sehen wir hier, wir könnten noch Regeneration auswählen. Aber wir wollen Eile. Also einmal anklicken und dann hier nochmal anklicken. Dann haben wir Eile 2 ausgewählt. Und jetzt, was ist... Ja, das da... Dann legen wir hier etwas rein und tippen dann auf den Haken. Damit, also das brauchen wir damit nochmal, um zu aktivieren. Jetzt sehen wir gleich oben in der Ecke Eile. Und das sehen wir hier dann nochmal Eile 2. Und da sehen wir jetzt so eine Zeit. Die wird immer wieder aufgefrischt, solange wir in der Nähe sind des Beacons. Und jetzt können wir, wenn wir hier abbauen... nee, nicht so schnell abbauen. Achso, das Lagerfeuer habe ich nur bekommen, weil wir Behutsamkeit drauf haben. Das heißt, nicht einfach so abbauen. Dann bekommst du noch Kohle. Wie ich dir gezeigt habe, was der Beacon so viel Effekte hat und dass wir das Haus abgerissen haben. Vielleicht bauen wir dann in den nächsten Folgen irgendwann dann ein neues Haus, ein schöneres und vor allem ein etwas größeres. Das war's mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da und schau auch in die anderen Videos rein von meinen Brüdern und auch natürlich von mir. Ich hoffe, dir hat es gefallen und ciao, bis zum nächsten Mal.